Ja, gegen 5.30 Uhr wurden wir durch die Nachbarn mittels Notruf darüber informiert, dass es sich hier an der Kirche in Bierstadt um ein Feuer handeln soll. Der Ersteintreffende Rettungswagen hat dann auch direkt festgestellt, dass auch Flammenbildung sichtbar ist. Daraufhin wurde der Kräfteansatz schon in der Anfangsphase erhöht und es wurden im Prinzip alle drei Wachen der Berufsfeuerwehr an dieser Einsatzstelle beordert und zwei freiwillige Feuerwehren sowie die Logistikgruppe der Feuerwehr Wiesbaden. An der Einsatzstelle konnten wir dann feststellen, dass es im Bereich des Glockenturmes zu einem Brandereignis gekommen ist. Dort ist wohl ein Technikraum und hier wird nach wie vor der Brand vermutet. Es ist sehr schwierig, in das Gebäude vorzudringen, da sich aufgrund der Bauart, wir haben sehr kleine Fenster, dadurch hat sich Thermik aufbauen können. Es war sehr warm in der Anfangsphase und es ist auch immer noch so, dass wir Schwerkräfte bis an den Brandherd führen können. Und mittlerweile hat man dann auch durch einen Statiker, der hier an die Einsatzstelle gekommen ist, festgestellt, dass es zu Rissen am Gebäude gekommen ist, was den Innenangriff jetzt gänzlich ausschließt, um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden. Wir haben jetzt drei Drehleitern hier an der Einsatzstelle, mit denen wir eben über einen Außenangriff versuchen, den Brand zu löschen. Und das gestaltet sich natürlich auch schwierig, eben aufgrund der kleinen Fenster. Wir arbeiten jetzt mit Wasser, mit Schaum und versuchen eben, die Glutnester auszubekommen. Es brennt jetzt nicht mehr massiv im Gebäude, aber wir haben nach wie vor eben Glutnester, die gelöscht werden müssen. Und deswegen kann man auch noch nicht von Nachlöscharbeiten sprechen. Also wir sind noch in der Brandbekämpfung. Das dauert hier bestimmt noch, ich hatte vorhin mal gesagt, 3 bis 4 Stunden. Ich denke, es wird noch länger gehen. Wahrscheinlich bis in den Nachmittag.